Und herzlich willkommen zu einem neuen Kurva-Video! Liebe Freunde, wie ihr es wahrscheinlich im Titel schon gelesen habt, heute geht es um verschiedene Sprachen und da meine bessere Hälfte fließend Polnisch spricht, haben wir uns heute was Besonderes, beziehungsweise du hast dir was ganz Besonderes ausgedacht. Genau, und zwar habe ich überlegt, dass wir ein bisschen Polnisch lernen. Ist das so? Bringen wir so ein paar Basics bei, den ein oder anderen Zungenbrecher, ein paar Sprichwörter, schauen wir mal. Ganz kurz für euch zur Info, ich spreche kein Wort Polnisch, vielleicht Tschisch. Kann lustig werden. Okay, was soll das da an der Seite? Ich habe mir überlegt, wenn du es nicht gut machst, kriegst du eine kleine Bestrafung. Aber das ist ja unfair. Das ist ja, du schickst ein Kind in die erste Klasse und das macht was falsch und dann kriegt es direkt einen Vorschlaghammer. Stell dir vor, das wäre Säure. Das wäre es. Ich weiß ja nicht, wie ihr von Lanskis mit euren Feinden umgeht. Wir erstmal mit ein paar Basics an. Wie? Co słychać? Co słychać? Das heißt so viel wie, was geht? Eigentlich übersetzt es, was hört man? Ajo, Jungs, was hört man so? Co słychać? Co? Co słychać? Co słychać? Dann sowas wie cześć. Jestem Cheng. Cześć, jestem Cheng. Co słychać? Meine Mom sagt immer Cheng zu mir. Ja, weil sie das richtig ausspricht. Cheng-ke? So Cheng-ke-klopfer. Dann sowas wie Dzień dobry, also guten Tag. Dzień dobry. Dobry. Zum Beispiel, co słychać, wszystko dobrze, ist alles okay. Wszystko dobrze. Wszystko? Wszystko. Verschissen habe ich, Alter. Wszystko dobrze. Genau, wszystko dobrze. Und? Ich hab schon wieder vergessen. Co słychać? Co słychać? Nee. Co słychać? Nein, co słychać war was ganz anderes. Wszystko dobrze? Alles okay? Noch ja. Was heißt noch ja? Lass mich überlegen. Oh, überrumpelt. Jeszcze tak. Jeszcze tak? Jeszcze tak. Tak heißt ja, nie heißt nein. Tak i tak heißt tak i tak sowieso. Dziękuję heißt Dankeschön. Dziękuję. Dziękuję. Okay. Basics sitzen, Schatz. Hast du wirklich sehr, sehr gut gemacht. Jestem Cheng, so słychać. Und zwar wollen wir das ja nicht dabei belassen. Deswegen habe ich ein paar Zungenbrecher herausgesucht. Yeah. Ich lese ihn dir einmal vor und danach musst du ihn mir fließend, frei sprechend einmal wiedergeben. Ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Und jedes Mal, wenn du dich versprichst, kriegst du ein Glas Wasser ins Gesicht. Ist ja unmöglich! Ein Glas Wasser ins Gesicht. Ne, warte, warte, das ist nein. Nein, stopp! Was ist, wenn ich es schaffe? Aus irgendeinem Grund? Ja. Kann ich noch eine batschen? Nein, wir können uns was überlegen, weil am Ende dieses Videos habe ich mir überlegt, machen wir noch eine Stufe heftiger. Wenn du das schaffst, dann darfst du dir eine krasse Bestrafung für mich ausdenken. Also ich soll jetzt einen Zungenbrecher frei aufsprechen? Yes, sir. Du darfst es dir aufschreiben, aber wenn du es mir gleich sagst, musst du ja in die Kamera gucken. Und zwar habe ich mir Folgendes ausgesucht. Stus po wybamy wanymi nogami. Ja! Stus po wybamy wanymi nogami. Und das heißt so viel wie ein Tisch mit abgebrochenen Beinen. Ist ja eigentlich ein normaler Begriff. Shit. Oh, shit. Mein Freund. Ich bin am Arsch, Freunde. Also, bist du ready? Oh, shit, ich kann mir nicht aufpassen. Guck es dir an, guck es dir ein paar Mal an. Sag es im Inneren. Und dann, wenn du fertig bist, sag Bescheid, wenn du ready bist. Stus po wybamy nogami. Eigentlich müsste ich dich schon... Ich dachte schon, es sei richtig gewesen. Hä, was war daran falsch jetzt? Was war denn? Ich bin selber voll, dass ich abfahre. Stus po wybamy nogami. Oh shit, ich hab eine Silbe vergessen. Vom Ding her, als Außenstehender hättest du schon verstanden, aber es war trotzdem falsch. Reicht ja aus für meine Fälle, oder? Habe ich jetzt gesagt, der Kühlschrank mit der gebrochenen Tür vielleicht? Komm, ich sag's noch einmal. Okay. Stus po wybamy nogami an alle Polen. Versuch das auch mal auszusprechen, das ist echt schon ein heavy Wort. Ey, das hat, macht ja für mich absolut null Sinn. Das ist so schwierig. Stus po wybamy nogami. Ja. Nogami. War richtig. Oh, Alter, nice. Den schaffst du nie im Leben. Ja, werden wir ja gleich sehen. W czasie suszy, szosa sucha szybko schnie. Ja. Kann ja direkt in die Dusche gehen. Ja. Du, Dad. Soll ich nochmal? Ja. W
Czasie suszy, szosa sucha, szybko schnie. Komm, ich kann nicht hinterher! Viel zu schnell! Suche, suche, suche. Alles klingt leid. Ist es? Suche, 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 suche. Shit! Uiuiuiui! Czasie suszy, szosa, sucha, szybko, nie. Czasie soszy. A soszy. Czasie suszy, szosa. Szosa. So, was ist der Next Step? Jetzt, wo du mich schon befeuchtet hast. Ich möchte, dass du ganz sexy einmal in diese Kamera guckst und sagst: Jestem grubasem i uwielbiam ryż. Scheiße. Jestem grubasem i uwielbiam. Hast vergessen? Ryż. Ja, das hast du schön gesagt. Yeah! Boom! Mhm, was heißt das? Ich bin ein Fettsack und liebe Reis. Und jetzt habe ich mir überlegt, dass wir meine Mama anrufen. Oh man. Sie liebt das ja, mit dir zu telefonieren. Und sie wird sich bestimmt freuen. Aber. Du weißt schon, dass wir zusammenbleiben, oder? Meine Mama ist da ganz locker. Und zwar möchte ich aber, dass sie das, was du sagst, auch versteht. Also erstmal, du rufst an und sagst, hey, co słychać, Hania? Sagst du mir, was das bedeutet oder soll ich einfach irgendwas sagen? Nein, ich sag es dir jetzt im Vorfeld. Okay. Wenn deine Mama versteht, was ich sage. Wo ist dann der Schlüssel? Dann hast du verloren, richtig? Ja. Es ist 1 Uhr morgens. Hallo. Hallo, cześć. Tu Jane, co słychać? Mamuśka? No, wszystko dobrze. Czy możesz mi pomóc? Czy? Możesz. Oh shit. Deine Tochter ist gemein zu mir. Możesz się co na. Eigentlich darf er kein Deutsch sprechen und er darf nicht auf den Zettel gucken. Es tut mir leid, ich kann das, ich kann mir das nicht merken. Was heißt, es tut mir leid, ich habe auf voller Linie versagt. Przepraszam. Przepraszam. Danke Mama, dziękuję za czas was. Wir lieben dich. Ja, ganz toll. Ich hoffe, du liebst mich auch noch. So, liebe Freunde, wenn ihr wollt, dass ich was Ähnliches oder vielleicht noch was wesentlich Intensiveres bei meiner lieben Frau hier durchführe auf Chinesisch, dann schreibt das bitte gerne in die Kommentare. Das Video muss mindestens, dass ich das mache, 20.000 Likes bekommen. Ansonsten mache ich das nicht. Aber warte. Das ist doch gar nicht mein Stil. Freunde, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr könnt auch ein bisschen lachen, über mich vor allen Dingen. Mal gucken, was deine Mom nächstes Mal sagt, wenn wir sie treffen. Liebe Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Dankeschön. Halt die Anjurima. Tut. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, Mami Genia.